und herzlich willkommen heute mit einer neuen Serie von Sternzeichen. Nicht nur die Sternzeichen, der Aszendenz und das Mondzeichen. Ich bin die Büscha und ich bin eine ganzheitliche Therapeutin. Und heute legen wir direkt los. Ich habe diese Reihe erstellt, damit ihr euch verstehen könnt, wieso ihr so seid, wieso ihr so tickt. Ihr tickt. Und ihr werdet euch wiederfinden und über euch lachen. Vielleicht werdet ihr auch ein bisschen schockiert sein, wie zutreffend manche Sachen sind. Vielleicht werdet ihr auch andere wiederfinden, wieso sie so sind, wie sie sind. Und ihr werdet auch Verständnis haben, wirklich für den Gegenüber, wieso die so sind. Jetzt habe ich so oft, wieso die so sind, gesagt. Aber ihr werdet verstehen, was ich damit meine. Denn nichts geschieht ja zufällig. Gut, dann legen wir direkt los. Ach, bevor ich loslege, vergisst nicht, ich werde es am Ende nochmal wieder erwähnen, vergisst nicht, eure Mondzeichen und eure Aszendenz herauszusuchen. Bitte hört euch die drei Zeichen an, die zu euch gehören. Gut, und jetzt geht's los. Kommen wir zu den Waagen, die Waagegeborenen oder Aszendenzwaage oder das Mondzeichenwaage. Die Waage in der Hemmung. Entweder haben sie es nicht gelernt, wie man sich benimmt, oder sie wissen es einfach nicht. Sie denken auch, dass sie arbeiten oder sogar Leid über sich ergehen lassen müssen, damit sie Zufriedenheit und Glück empfinden können. Sie reden sich auch oft Situationen schön, die nicht schön sind. Wieso die das machen? Ja, die machen das wahrscheinlich, damit sie diese innerliche Balance in sich finden, die sie ja mit sich bringen, die Waagegeborenen. In der Hemmung ist es ja auch, dass sie halt im Ungleichgewicht sind, aus welchen Gründen auch immer. Was ihnen in der Kindheit widerfahren ist oder in ihrem Leben widerfahren ist. Die meisten davon entwickeln auch Schuldgefühle. Schuldgefühle, dass sie Freude empfinden könnten oder Wohlleben. Was heißt Wohlleben? Ja, dass sie sich schämen, also Schuldgefühle haben, dass es ihnen gut gehen könnte. Das ist ziemlich abgefahren, aber das könnte halt bei denen zutreffen. Sie haben auch Schwierigkeiten, ihren eigenen Geschmack zu empfinden, denn der Waagegeborene ist eigentlich sehr schön und auffällig in seinem Stil. Sie lieben es, sich eigentlich zu zeigen in ihrem harmonischen Gleichgewicht. Was passiert jetzt, wenn die Waagegeborenen das ausgleichen möchten, was sie nicht leben durften? Sie denken, dass sie alles nach den gesellschaftlichen Normen machen müssen, damit sie anerkannt werden. Sie haben zum Beispiel auch ein übertriebenes Schönheits- oder ästhetisches Ideal. Ihre Bekleidung und ihre Wohnungseinrichtung ist immer auf dem schönsten und neuesten Stand, damit sie schön beeindrucken können. Die weibliche Waage ist gerne auf Shoppingtouren. Und sie wird auch gerne mitgenommen, damit sie nach ihrer Meinung gefragt wird. Der Unterschied zwischen Wagen und Löwen ist,
in dieser Phase des Ausgleichs, der Kompensation, dass der Löwe mit seiner Darstellung ins rechte Licht setzen will und die Wagen im Außen zeigen wollen, dass sie Geschmack und Niveau besitzen. Ja. In der erlösten Form, also wenn die Ware ihre Konflikte verarbeitet hat, haben sie die Fähigkeiten, Kompromisse einzugehen. Sie wissen für sich, was für sie gut und was für sie schlecht ist. Sie entwickeln ihren eigenen Geschmack. Ihre Vorzüge sind Diplomatie und Vermittlung. Was haben sie noch? Die können diese vermittelnde Art oder so, könnten sie auch zum Beispiel ihren Beruf machen. Das könnte so vielleicht so ein Immobilienmakler sein. Oder ihre kreative Art könnten sie auch zum Beruf machen. Das wäre zum Beispiel, gibt sehr viele Wagen, die Designer sind. Zum Beispiel Karl Lagerfeld war ein Waage. Das könnten sie zum Ausdruck bringen und Stärken sind auch das Sprechen, ihr Stil, ihre Freundlichkeit, ihre Diplomatie und natürlich ihre Harmonie. Und ihre Schwächen sind wirklich so die langweiligen Grundlagen des täglichen Lebens, was sie nicht gerne ausüben können. Und Verantwortung möchten sie auch nicht wirklich haben, weil sie auch oft ein Angst haben davor. Und ja, die typischen Wagen sind auch immer, ja, aber sagen. Daran könnte man sie auch erkennen. Vielleicht bist du ja auch so einer. Die Partnerschaft wünscht sich oft die vage Person ein selbstbewusstes und attraktiven Partner, so wie sich selbst eigentlich, ne? Sie könnten auch den Wunsch haben, einen dominanteren Partner zu bevorzugen, damit sie halt die Entscheidung abgeben können, ne? Aber die wirkliche Vagegeborene, die in Harmonie ist, sucht sich schon einen perfekten Partner für sich aus, der sie nicht unterdrückt oder ähnliche Sachen tut, damit sie beide in ihrer Harmonie sind. Und welche Organe zum Beispiel die Vagegeborenen in Disbalance geraten könnten, wären zum Beispiel die Nieren und alle ableitenden Harnwege. Das könnten die Blase sein oder Hautkrankheiten könnten das sein. Vielleicht sogar auch Diabetes könnten sie auch erkranken, wenn sie ihre Harmonie in sich nicht entdeckt haben. Ja, liebe Wagen, jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen reflektieren. Vergesst nicht, eure anderen Zeichen euch anzuhören. Und kommt in eure Balance und lasst eure Diplomatie und Harmonie scheinen. Also, hier habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, welche Aspekte ein Sternzeichen hat. Vergisst nicht, die anderen Zeichen, die zu euch gehören, einzubeziehen, wie das Mondzeichen, euer Aszendenz. Das Sternzeichen wissen ja viele von uns schon. Gut, ich möchte noch kurz erwähnen, warum das Mondzeichen. Das Mondzeichen heißt in der Literatur, dass wir unsere Emotionen und Gefühle nach unserem Mondzeichen empfinden. Und der Aszendenz ist meiner Meinung nach, es gibt viele, in vielen verschiedenen Büchern steht das immer anders. Ich finde, der Aszendenz gibt das wieder, was du dich fühlst, also dein Ich. Und dein Sternzeichen und dein Sonnenzeichen ist das, was andere über dich empfinden, so wie andere über dich wahrnehmen.
Und wie du das herausfinden kannst, ist ganz einfach. Gibt es sehr viele Seiten. Du kannst es aber auch bei astro.com machen. Dafür brauchst du nur deine Geburtszeit, Geburtsort oder Geburtsdatum. Geburtszeit braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Die rechnen dir das auch so aus, wenn man jetzt nicht weiß, wann man geboren worden ist. Man könnte sich das aber auch, wenn man jetzt alle Sternzeichen ein bisschen alle sich durchhören würde, würde man sich schon irgendwo mit irgendwas identifizieren und dann liegt man auch meistens richtig, weil die Charakterzüge meiner Meinung nach zu allen Sternzeichen passen. Also ich kenne alle Sternzeichen und alle Sternzeichen haben eins zu eins ihre Charakterzüge, die man nachempfinden kann. Gut, dann noch möchte ich euch sagen, dass es an uns liegt, was wir mit unserem gegebenen Potenzial machen oder auch nicht. Keiner ist mit einem schlechten Schicksal auf diese Erde gekommen. Nenn es Gott oder eine höhere Kraft. Es will immer nur das Beste für uns. Es liegt an uns, unsere Schatten zu erkennen und sie zu verändern. Und unsere Themen liegen meistens in der Kindheit. Und wenn wir bereit sind, unsere Themen uns anzugucken, dann ist das für uns das Beste, für unsere Nachkommen das Beste und für die Gesellschaft das Beste. Denn was du in dir veränderst, verändert sich im Außen. So wie innen, so außen. Gut, das war eine Zusammenfassung der Astrologie und der psychologischen Astrologie. Ich denke, du hast dich irgendwo wiedergefunden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das mit deinen Freunden, Familie und Bekannten teilst und mir vielleicht sogar einen Kommentar hinterlässt, falls du dich wiedergefunden hast. Ich freue mich immer riesig über Kommentare. Würde auch ein Emoji reichen, wo ich das geschrieben habe und mir die Person mit diesen Sternzeichen oder mit diesen Charakterzügen eingefallen sind, dann musste ich so lachen. Ich war aber auch einerseits so begeistert, dass wiederum nichts auf diesem Planeten zufällig ist. Gut, ich danke dir fürs Zuhören. In Liebe, Büschra.